Herr Pilz, Martha Bismann, die bei Ihnen in Ungnade gefallen ist, weil sie ihre Rückkehr ins Parlament erschwert hat, sich geweigert hat, auf ihr Mandat zu verzichten. Und nach vielen Querelen, die auch öffentlich ausgetragen wurden, aus dem Parlamentsclub geworfen wurde, die hat jetzt Beschwerde eingelegt bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Es ist ein Antrag über ihren Anwalt eingegangen am Freitag, also vor 3 Tagen. Ein Antrag zur Überprüfung der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und durch Machtausübung. Der Vorwurf lautet auf Mobbing in mehreren Fällen. Wissen Sie darüber? Nein. Bescheid? Nein. Nein? Nein. Überrascht Sie das? Mein Gott. Schauen Sie, noch kurz zu Ihren einleitenden Sätzen. Erstens, Martha Bismann war die Einzige im Parlamentsclub, die überhaupt ernsthaft darüber gesprochen hat, dieses Mandat für mich freizumachen. Ich hab das immer anerkannt und sie hat auch viel Unterstützung von meiner Seite gehabt. Zweitens, wie sie uns etwas überraschend informiert hat, öffentlich informiert hat über ein Interview, dass sie dieses Angebot rückgängig macht. Das war die einzige Stellungnahme, die ich mir erlaubt habe. Habe ich gesagt, das ist zu respektieren. Punkt. Und dann ist sie gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Parlamentsclubs ohne jede Not durch alle Medien gezogen und hat erklärt, wie wenig sie von uns hält. Auch das habe ich, das werden Sie gesehen haben. Alles dokumentiert auch in der Zeit. Ich habe x Interviewanfragen von Ihrer Seite gegeben und ich habe mir damals eines geschworen. In diesen dummen Streit lasse ich mich nicht hineinziehen. Wir sind gewählt worden, um nicht nur für unsere Wählerinnen. Aber auf das werden Sie jetzt einstellen müssen, weil es liegt diese Beschwerde und wurde von der Gleichbehandlungsanwaltschaft schon akzeptiert. Wir können Sie nicht angeben. Aber da geht es ja um Mobbing. Da geht es ja nicht um eine gestohlene Zahnpasta. Also da wird ein Vorwurf erhoben und das wird genau geprüft werden. Und ich bin bei solchen Sachen sehr heikel und sehr empfindlich. Aber Sie können das ausschließen, dass Mobbing stattgefunden hat. Der Vorwurf richtet sich gegen den gesamten Parlamentsclub, ja, als gesamtes Organ und im Besonderen gegen Sie, Herr Pilz. Also Sie können das ausschließen, dass diese Form des Mobbings stattgefunden hat. Schauen Sie sich mal den zeitlichen Ablauf an. Ich gehöre dem Parlamentsclub seit wenigen Wochen an. Wie soll sich der Vorwurf da hauptsächlich gegen mich richten? Geht sich schon zeitmäßig nicht aus? Das ist jetzt eine Kleinigkeit. Also Nein, bleiben wir jetzt bei Ihrer Behauptung. Das ist keine Kleinigkeit. Nein, ob das jetzt der Club im Gesamten oder nein, Sie sind auf jeden nein, Fall involviert. Sie haben gesagt, nein, jetzt bleiben wir mal genau. Sie haben gesagt, das richtet sich hauptsächlich gegen mich. Sagen Sie mir das. Es steht, kann man danach lesen. Wir kennen es ja nicht alles einmal im vorlesen. Ich war ja nicht einmal im Parlamentsclub. Es richtet sich gegen die Männer in Ihrem Club und im Besonderen gegen Sie, Herr Peter Pilz. Können Sie mir jetzt erklären? Sie darum bitten, einfach auf meine Frage zu antworten, was Sie dazu sagen. Ja, ich stelle Ihnen eine ganz einfache Gegenfrage. Und meine Gegenfrage lautet. Warum stellen Sie mir jetzt eine Gegenfrage? Weil ich das will. Meine Gegenfrage lautet, wie konnte ich, wenn ich gar nicht im Parlamentsclub war, Mobbing betreiben? Und ich sage Ihnen was Zweites dazu. Wissen Sie, in dem Moment... Ja, aber Sie haben ja gelebt. Ich meine, das ist ja nicht so, dass Sie sich nicht geäußert haben oder äußern konnten. Zumindest steht das da, also Pilz und die männlichen Mitglieder. Das wird Frau Bismann dort auch erklären und verantworten müssen. Das ist ihre persönliche Verantwortung. Schauen Sie, sie hat jederzeit das Recht, eine derartige Beschwerde einzubringen. Sie macht von diesem Recht Gebrauch. Unsere Verpflichtung ist es, darauf zu antworten. Sobald wir das kennen, und ich kenne es noch nicht, wird es von uns eine gut begründete Antwort geben. Wenn es darüber hinaus drin irgendwelche ehrenrührigen Behauptungen gibt, irgendwelche falschen Behauptungen, dann werden wir uns rechtliche Schritte darüber hinaus vorbehalten. Aber ich sage Ihnen eines, ich habe von diesen Sachen jetzt langsam genug. Wir hatten ständig Leaks, wir hatten ständig den Bruch der Vertraulichkeit. Wir konnten in diesem Club kein ehrliches und offenes Wort mehr miteinander reden. Seit Martha Bismann und ein Mitarbeiter uns nicht mehr angehören, gibt es keine Leaks mehr, gibt es nichts mehr, was nach außen dringt, können wir plötzlich wieder vertrauensvoll zusammenarbeiten. Es ist schade um das steirische Grundmandat, auf das mich zehntausende Wählerinnen und Wähler gewählt haben.
und das jetzt halt mit Martha Bismann abhanden kommt. Da kann ich nichts machen, weil das ihr verfassungsmäßiges Recht ist, dieses Mandat auszuüben. Ich halte diese Entwicklung für extrem bedauerlich. Ich kann es nicht ändern.